Willkommen im Kommunikationszentrum der jungen Menschen in Deutschland. Willkommen bei NBC Giga. Hier ist der tägliche Treffpunkt von über 800.000 Jugendlichen, die eine einzigartige Verbindung von Fernsehen und Internet aktiv und selbstständig mitgestalten. Alle wichtigen Themengebiete, die interessantesten Neuigkeiten, 100% kompatibel zu den Interessen der Zuschauer. Der Giga-Nachmittag. Die Moderatoren präsentieren das Neueste aus der Musikbranche, das Spannendste aus den Filmstudios und die Innovationen der Kommunikationsindustrie. Für Gamer die neuesten Computerspiele, für Sportfans die aktuellen Stories und das Faszinierendste aus Wissenschaft und Technik. Jeden Abend zur Primetime News and Politics. Giga Real ist die erste Nachrichtenshow für junge Menschen. Mit hochkarätigen Studiogästen diskutieren die Zuschauer die aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Giga Help, die tägliche Dreiviertelstunde rund um Computerhardware und Software. Gemeinsam mit Gästen aus der Industrie stellen die Giga Help-Moderatoren die neuesten Entwicklungen vor. Giga Games, die einzige tägliche Fernsehsendung für Computerspiele. Die besten Games für PC, Konsole und mobile Geräte. Giga Games ist das vollständigste, vielfältigste und aktuellste Spielemagazin im Fernsehen. Giga mobilisiert. Regelmäßig locken Sondersendungen tausende Fans zu den wichtigsten Jugendevents. Die Community trifft sich mit Giga zum direkten Kontakt. Die Giga-Moderatoren gehören zu den beliebtesten im deutschen Jugendfernsehen. Sie machen das Programm in jeder Sendung, jeden Tag zu einem ganz besonderen TV-Event. Sie sind Stellvertreter der Zuschauer und erreichen mit ihnen eine einzigartige Kommunikationsqualität. Giga.de ist der Online-Einstieg in alle Giga-Formate. Der kürzeste Weg zu genau den Themen, die den einzelnen Zuschauer interessieren. Das Neueste und Wichtigste aus allen Bereichen, angeboten in über 100 Online-Artikeln täglich. Die besonders wichtigen Themen bringen die Moderatoren ins Fernsehen. Und die Frage an euch ist ganz einfach, wer soll das Rennen machen? Wer wäre der perfekte Nachfolger von unserem legendären Superman? Ihr findet hier bei uns den Artikel, wer spielt Superman im nächsten Kinoabenteuer. Schreibt dann hier unten in die Comments rein, welcher Superman eurer Meinung nach fliegen soll und welcher besser am Boden bleiben soll. Bis gleich. Und per Chat, E-Mail, SMS und Online-Foren diskutieren Sie mit den Zuschauern, machen deren Kommentare zum integrierten Bestandteil der Fernsehsendung und der Website. Es gibt ganz viele Antworten von euch in den Comments. Ich klicke einfach mal drauf. Dort gibt es zum Beispiel eine von Fallmaker. Der schreibt, das ist schwer. Da Hollywood wohl eh nicht auf mich hören wird, schlage ich ganz eindeutig Jack Gyllenhaal vor. Seit Donnie Darko einer meiner liebsten Schauspieler. Und er konnte mich auch jüngst in Day After Tomorrow richtig begeistern. Wenn ihr anderer Meinung seid, kommt in die Comments, schreibt da rein, diskutiert mit Fallmaker und den anderen Giga-Fans und natürlich auch mit mir auf Giga.de. Giga ist anders. Giga ist aktiv. Jeder fünfte Zuschauer beteiligt sich übers Internet an den Sendungen. Eine einmalige Positionierung, ein absolutes Novum im Medium Fernsehen. NBC Giga ist Marktführer. Monatlich ruft die Community über 60 Millionen Seiten des nahtlos integrierten Online-Angebotes auf. Mehr als 1,5 Millionen Zuschauer sehen die Programme von NBC Giga. Über 40% von ihnen sind 20 bis 29 Jahre alt. Jeden Tag produziert NBC Giga diesen kreativen Kreislauf zwischen Seher und Sender. Täglich 9 Stunden live und nur im deutschen Free TV. NBC Giga. The Center of Communication.